Willkommen zurück zu Control, dem Spiel mit Brandschneisen ohne Ende. Wir verlassen höchstwahrscheinlich wieder den eingestürzten Sektor, der aus irgendeinem Grund eingestürzt ist. Wen soll ich hören? Was? Komisches Wesen A? Oder B? Oder keines? Ich bleibe erstmal auf Kurs. Die Behörde ist in Gefahr. Wir wissen, wir müssen den Nagel reparieren. Die Astralebene hat ihre Rechnung ohne mich gemacht. Ha. Das Ding ist hier, es ist halt irgendwie... Wenn die Leute hier runtergerufen wurden für eine Mission, dass das so wirklich wahr ist, was der Irre sich denkt. Dann stellt sich doch die Frage, können wir von hier hinten die Ente sehen? die Katze. Wir können von hier hinten nicht die Katze sehen. Naja, gut. Man merke, ich habe Stich mit allen Zoom-Upgrades, die ich finden konnte, ausgerüstet. Mehr geht nicht. Mehr geht wirklich nicht. Du bist nicht mal nach der Hälfte tot umgefallen. Ach. So schwer ist es gar nicht. Es würde natürlich leichter werden, wenn ich nicht so fett wäre. Also lieber Zuschauer auf YouTube, wir sprechen über meine... Ach, hier ist es ja schon. Wir sprechen über meine Sportanlagen zwischen den Episoden. Achso, hier ist ein Gang. Jetzt war ich so lange in der guten alten Behörde, dass ich schon wieder vergessen habe, wie die Höhle aussieht. Mensch. Energieschub. Ja. Ah! Diese Sachen, die auf einmal hinter mir sind. So, was kann der Energieschub? Energie plus 10%. Wow. Next. Quellelement. Ich habe nur noch keine Ahnung, was die Quelle ist. Und das Spiel möchte ich mir auch nicht verraten. Gut, also hat sich unser ganzer Weg gelohnt. Alles was eingeritzt. Und dann da geht es doch direkt weiter. Na gut, hinten. Hallo? Na gut, dann wollen wir mal die nächsten Knoten aufmachen. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ist ja cool, wenn sie so einsingen würde. Unsere kürzlichen Konfrontationen schreien war falsch. Wir entschieden beschlossen, du darfst beide Werkzeuge Upgrades haben. Ah, wie freundlich. Nur weil du die aktuelle Lieblingsdirektorin bist. Aber hör nicht auf, sprich nicht mit dem Gestalter. Gern geschehen, dankbar. Sprich nicht mit dem Gestalter? Das klingt aber irgendwie verdächtig, oder? Was mir so einfällt, ich baller die Dinger hier mal sofort frei. Warte mal, da fehlt aber ein Stück, oder? Achso, die wächst noch raus. Ich wollte mich ja nicht gerade sagen. Waren die anderen drei Ebenen nicht auch mal die Pyramide da aus? Das ist sie nur hier. Ach so, ich muss sie gleichzeitig noch zuwachsen lassen. Die Kugel. Was ist das? Gold? Ja. Da würde ich auch wirklich beide Fähigkeiten brauchen, ne? Ich muss quasi die Kugel richtig wachsen lassen, nicht nur so ein... Wir sind fast ganz repariert. Wir? Wir schätzen dein Vertrauen, deine Synergie. Ich hab plötzlich ganz neue Töne. Aha. Vor allen Dingen, wir sind fast repariert. Kann das sein, dass der Rat aktuell absolut machtlos ist, solange nicht der vollständige Nagel hergestellt ist, dass es den ihr Anker in die Realität ist? Ich mache mir zu viele Gedanken um den Rat und den Gestalter. Sollen sie das doch unter sich ausmachen? Hauptsache, sie gehen aus dem Weg. Trench ist einer, der sich bestimmt in solche Probleme reinsteigern würde. Aber ich habe meine Intuition. Und dich. So, was haben wir gerade gekriegt? Irgendein sinnlos Upgrade, ne? Munitions wäre wahrscheinlich durch Einsatz von Flucht und tschüss. Bin ich so krass überlevelt, dass ich halt die ganze Zeit irgendwelchen Dreck hier kriege? Töte sie mit Stich. Sie sehen weiter am weitesten, ja. Sammelobjekte? Achso, das ist ja hier das, das mit der... Das mit dem VD-Set, das anscheinend Karine komplett aufgelöst hat. So wie es scheint. Ich mag die Stalagmiten, so als Wurfgeschosse. Viel Spaß im Lurk, Mr. Patch. Da vorne finden wir... Wenn sie bloß nicht noch einen Schatten... Hä? Wo genau schwebt eigentlich diese Laterne hier? Also die Laterne schwebt einfach nur frei im Raum. Okay. Also ich darf davon ausgehen, dass die Laterne hier so... Oh, wir sind wesentlich weiter oben als sonst, ne? Bin ja komisch, wenn die meisten um 10 schlafen gehen. Schrecklich.
Also da steht die Behörde quasi drauf. Also zumindest soll das so aussehen, als ob. Also tatsächlich ist das Fundament also hier Ende. Also bringt uns der Teleporter gar nicht so viel weiter, sondern halt nur so ein Stück. Oder wie darf man das verstehen? Hä? Basecamp. Ob der mich kommen sieht? Wenn nicht, ist er jetzt tot. Der gute Dreifachschuss. Den überlebt keiner. Obwohl, stimmt nicht, die Zischer-Ingenieure, die stecken das, glaube ich, ziemlich gut weg. Oh, den hat es auf jeden Fall zerfetzt, aber der war wahrscheinlich nicht alleine, oder? Portiertes Bruchstück. Ich finde es sehr schön. Also, prinzipiell müsste ich Control eigentlich, sobald ich immer mal so eine RTX-fähige Grafik hätte, müsste ich Control eigentlich nochmal spielen, ne? Wo war ich hier schon? Das ist eine Hülle, die ich schon kenne. Ja. Ich bin quasi wieder auf dem Weg zurück. Oh, steht mal hier. Vom Prinzip ist das Ding genauso wie der Fisch, Quatsch, wie die Pilze. Wovon wir übrigens auch eine der versunkenen Behörde. Wovon wir auch einen im Keller gefunden haben, ne? Also im verrückten Bereich. Hä? Was genau halte ich gerade in der Hand? Komisch. Zerschmetterte Höhle. Ach ja, genau, ich bin ja wieder auf dem. Ich laufe ja gerade mein. Ich backtrack ja gerade massiv. Das. Also wie zum Thema, das überlebt keiner, ne? Ich mag das nicht, wenn Trockeniten mit irgendwelchen Zeug auf mich werfen. Das hört gar nicht auf hier, ne? Ich hau einfach ab. An sich habe ich aber die Typen hier nicht. Wo kommt die denn her? Junge, Junge, Junge. Also ich bin jetzt gerade mehr oder weniger unabhängig. Control nochmal mit RTX, gerne. Ja, aber leider ist Control jetzt kein Spiel, was man irgendwie mehrfach spielt. Also. Was man irgendwie gut mehrfach spielen kann, oder? Also, das ist halt. Das Problem mit allen storybasierten Spielen, was ja halt immer, wenn du so ein Singleplayer-Projekt hast, machst du halt immer ein bisschen das große Problem hast. Das Spiel ist halt nochmal genau das Gleiche. Es hätte nicht mal ein New Game Plus, oder? Hä? Ah, ich bin im Kreis gerannt, das ist nicht mein Ernst. Okay, warte mal, aber eigentlich kann ich mir das relativ egal sein. Ich kann da einfach von der großen Höhle wieder zurückschweben, oder nicht? Oder? Crossroads. Ich bin irgendwie gerade im Kreis. Bin ich gerade wirklich einmal komplett im Kreis gerannt? Wie konnte mir das denn passieren? Was würde eigentlich diese gelbe Fahne sagen? Ich meine, da hinten ist ja der. Ist er nicht gewachsen? Aber was sind es da unten für Leuchten? Das Ding ist gewachsen, ne? Aus der Höhe hätte ich fast drauf fliegen können, ne? Okay, das ist nur YouTube. Das ist nur Grafik. Was? Da will ich die gute nochmal live sehen? Ja. Der Rock. Der Nagel ist fast ganz repariert. Toll, oder? So was hast du echt drauf. Keine Fragen. Wir sehen uns, Emily. Viel Glück. Mach Notizen. Ja, Notizen, das ist. Das Problem, was die Behörde wahrscheinlich hat, ist, dass sie halt nicht irgendwie mal so alles auf Video tapen können, oder? Weil wir wissen ja, wie so technische Objekte so funktionieren. Also was genau möchte mir der Gestalter eigentlich sagen? Ist der Gestalter einfach der Herrscher vom Keller? Sollte es so einfach sein? Mir fällt übrigens gerade zum ersten Mal auf, dass der Spaß hier tatsächlich Energie kostet, ne? Die Dingens. Wo ist denn der nächste? Genau. Hä? Bin ich denn jetzt abgestürzt? Aber nicht, weil meine Ursprungsplattform weggegangen ist, oder? Na egal, auf zum letzten Baustein. Da haben wir es vielleicht schon geschafft, ne? Dann können wir das ganze Spiel durchgespielt haben. Also,
das DLC. Dann kommen wir zum anderen DLC. Ja, Jesse, ich möchte keine Sachen durch die Gegend werfen. So, hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Ich nehme mal stark an, dass der versunkene Abschnitt der Behörde erstmal eine gute Möglichkeit war, für die Entwickler Zeug wieder zu verwenden und zweitens wahrscheinlich zur Abwechslung dienen sollte. Bestimmt der größte Abschnitt war, oder? Meine, wir haben jetzt schon zwei gewandelte Objekte gefunden, das ist schon mal Bonus. Lagerhausfahrt. Hm. Ich vermisse irgendwie so eine... Irgendwie? Ist meine Leertaste kaputt? Und wie stürzt sich in letzter Zeit andauernd ab? Wenn ich so halb im Flug bin, weil man... Gehe ich die wieder runter. Ja, wenn man keine Notizen ist, das ist echt enttäuschend. Psychschlag? Danke, liebes Spiel, darauf wäre ich sonst nicht gekommen. Und jetzt? War die Tür vorher zu? Ich nehme stark an, vorher war die Tür zu, aber trotzdem. Schließ das Ritual im Lagerhaus ab. Solltest du einfach sein, ich renne hier einfach nur durch. Dann war es vielleicht ganz gut, dass wir zwischendurch die Dingens gemacht haben. Den versunkenen Abschnitt. Ach guck mal, hier kann ich nochmal einrufen. Ja, hier Direktorin Jesse Faden. Hier ist Direktorin Faden. Ich brauche Verstärkung an diesem Standort. Oh, komm, da kommt der angesprintet. Der eingesetzte Ranger. Voller Begeisterung. Das ist ein Mann, der ist noch voll dabei. Nicht so wie die Typen, die unter... Oh, was ist denn das hier? Lager. Macht Hau. Platz für die Direktorin. Ja, ihr Pöbel. Ist das ein Fahrstuhl nach oben? Ist das der konventionelle Weg hier runter? Verändert sich hier irgendwas? Mir fällt übrigens gerade auf, dass hier irgendwie so Zischer in der Luft schweben war. Du bist tot. Ernsthaft? Jetzt habe ich gleich gerade zweimal den gleichen Zuschauer nach dem Louis geworfen. Also Louis. Oh, warte, hier lebt noch einer, oder? Sperrfeuer! Ach! Schön, dass du auch mal anfängst zu reagieren. Noch mehr Upgrades hier. Nachkampf für Schleudereffizienz. Oh, das kann gleich wieder alles weg hier. Was soll ich denn mit so einem Level 3 Upgrade? Die können wir direkt wegwerfen. Die muss nicht mal im Inventar hier. Oh, eine Akte. Von Ash. Geschichte des ältesten Haus. Von Theodore Ash, Forschungsleiter. Im Auftrag von nicht verfügbar. Das älteste Haus hat in dem Monat im Fundament viel preisgegeben. Doch es sind noch Fragen offen. Vor allem die eingeritzten Bäume versetzen mich in Erstaunen. Was bedeuten sie? Wenn das Haus, wie meine Theorien im Laufe eines Lebens, seine Form verändert hat, war das anfangs vielleicht ein Baum? Ich habe ein Team zum Schwarzmann-Gebäude geschickt, um mir Aufzeichnungen über Manhattan Island vor der Besiedlung zu beschaffen. Und tatsächlich habe ich einige interessante Zeilen entdeckt. Und dort fand ich einen von mir unbekannten Baum. Der Teufel wandte sich in seiner Rinde. Diese Zeilen und die Tatsache, dass Bäume bestimmten amerikanischen Kulturen Weisheit und Rat bieten, sind in der Tat interessant. Allerdings handelt es sich hierbei kaum um handfeste Beweise. Und obwohl ich nun in den ältesten Haus gebunden bin, bin ich doch weiterhin ein Mann der Wissenschaft. Natürlich gibt es eine Vielzahl an uralten Legenden über Bäume. Yggdrasil, der Baum des Wissens, Yax Imitsche. Eine Kultur brachten Bäume Blutopfer dar, während den anderen Auserwählten von Bäumen übermenschliche Kräfte verliehen worden sind. Sind die vielen Morde in New York Opfer für das älteste Haus? Hat das Haus einen auserwählten Helden? Bin ich das? Er war ins älteste Haus gebunden? Wir haben das geschafft. Aber das, wir wissen ja, dass alles über Wahrnehmung ist und wie die Sachen gesehen werden. Und wenn natürlich das, die Leute... Hat ihr neuen Gott irgendwie, ist das das Gebäude? Das ist natürlich klar, dass das... Dass es nicht mehr ein Baum ist, sondern jetzt halt ein... ein Bürogebäude, ne? Weil das ist ja quasi der neue, das neue... Der neue Gott für die Menschen, oder zumindest das neue Dings. Was ist das hier Schönes? Kopierungseffizienz, das war das Prinzip... 8 Fähigkeitspunkte, uiuiui. Da können wir doch mal... Ja, überleben. Ich weiß nicht, wenn da das Schild oder was, kann ich wissen, werfen in dieses Level. Hier mehr Damage für Schild. 100% das Wuchtschild, jawohl. Sitze Flucht haben wir. Oh, das klingt auch wieder noch interessant. So, können wir auf jeden Fall jetzt erstmal einsacken hier. Vielen Dank dafür. Jupp, mutiertes Bruchstück. Und das haben wir noch gar nicht. Während du schwebst, das habe ich noch nicht gemacht. War im Sektor Instandhaltung. Töte im Forschungssektor. Töte Zischer Pioniere. Okay, das kriege ich hin. Gibt es zwar nur ein schlechtes Upgrade für, aber das geht am besten weg.
Also es ist ja alles über Wahrnehmung. Wenn die Ureinwohner von Amerika, also das älteste Haus war quasi immer hier, wenn die Ureinwohner halt das Feuer als Baum wahrgenommen haben, also dass das mit den Bäumen hier ihr Heiligtum. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo, das ich aktivieren kann. Das ist doch verdächtig, oder? Don't touch. Ich habe hier eine Desinfektionsdusche, die nicht funktioniert. Also sonst kannst du nichts benutzen in diesen Spielen. Das ist diese komische Dusche. Haben die Betonwände oben drauf? Das ist aber auch arg unlogisch. Ich sehe mich gerade, dass man hier hoch kann, warum? Gepriesen sei die Flugfähigkeit übrigens. Ach, guck mal hier. Da wollten sie Schätze von mir fernhalten. Tja! Frechheit. Munitionsrückgewehr in der Flucht. Oh, da hätte ich mich gerade beide sehr filetiert. Das liegt hier nicht. Ich hätte übrigens gerne mehr erfahren von der Geschichte des ältesten Hauses. Das war so ein bisschen enttäuschend. Betten. 6, 9 Stück hintereinander. Noch mehr. Pyramidengeometrie. Theodor Asch. Mhm. Ich bin meine Bibliothek durchgegangen und habe nach Pyramiden und Dreiecken gesucht. Wenn diese Form Beziehung zum Rad steht, wie Northmore behauptet, dann können unsere Vorgänge in der Studie des Okkulten durch geometrisches Wissen vielleicht neue Einsichten gewähren. In der Esoterik ist das Dreieck eng mit der heiligen Dreifaltigkeit und anderen dreiteiligen Konzepten verbunden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Körper, Geist, Spiritualität. Interessanterweise impliziert der Begriff Rad auch mehrere Teile. Hochkante Dreiecke stehen in der judäischen christlichen Bildsprache für einen Anstieg in das rationale göttliche Reich. Umgedreht bedeutet sie einen Abstieg in das körperlich-menschliche. Natürlich ist der Aufstieg männlich und der Fall weiblich. Adam und Eva, ein Überbleibsel des Patriarchats aus der alten Welt. Wir schreiben das Jahr 1964 und haben diese Dummheit längst hinter uns gelassen. Was sagt uns also das umgekehrte Dreieck über den Rat? Er ist auf keinen Fall körperlich oder menschlich. Vielleicht strebt er ja danach. Oder vielleicht war er erst früher. Die wahrscheinlichste Antwort lautet wohl, dass theologische Bildsprache uns bei der Definition von fremden Wesen nicht helfen kann. Und doch scheint die Pyramide eine Bedeutung zu haben. Formen haben Macht und das hat der Rat eindeutig auch. Ja, und anscheinend Kreise, die man baut, führen ja auch, dass man Dinge entdeckt, ne? Hey, nochmal mutierte Bruchstücke. Control kommt ja nochmal für die PS4. Naja, sie haben irgendwie nur das Update verkackt und haben deswegen jetzt irgendwie nochmal eine extra Vision. Das ist ganz komisch. Ist das ein Behördenausweis? Er sieht so alt aus. Der dürfte Pope interessieren. Pope-Sammlung? Rede mit Pope. Na, sichi, gern doch. Diesen riesengroßen Brocken hier, der hier bis anscheinend in die Oberfläche geht. Den ignorieren wir mal für den Moment, ne? Warum ist so eine Lampe? Aber bis jetzt sind wir ja nur mit den. Wir wissen noch gar. Siehst du, wir wissen noch gar nicht so richtig, was. Was Ding jetzt hier eigentlich beschützen wollten, ne? Fand ich das Fundament hier so viele Punkte. Knotenpunkt, ist das Wort der richtige Ort? Aber mehr Wahrheiten beim nächsten Mal.